Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon, Another Story. Wir haben Sailor Mars hinter uns gelassen, jetzt ist Sailor Jupiter dran. Und was dort auf uns warten wird, ist mir ein Mysterium. Und dementsprechend machen wir hier gleich direkt weiter. Kapitel 2, die Suche nach den Steinen. Das haben wir jetzt schon das dritte Mal gesehen. Sailor Jupiter ist auf jeden Fall in Kanada, soweit ich mich erinnern kann. Weiter kann ich nicht gehen, aber ist der Stein, der Mamoru helfen kann, wirklich hier? Marine Nationalpark. Ich frage mich, ob das wirklich ein Nationalpark ist. Tja, ich fange morgen mit der Suche nach den Steinen an. Also, was soll ich denn heute Abend essen? Ich denke, ich fange mit mir eine Forelle und mache Shioyaki. Wer ist da? Tut mir leid. Aber ich habe etwas Leckeres gerochen. Hast du Hunger? Komm her, dann gebe ich dir die Hälfte ab. Wirklich? Dieser Kerl. Er sieht aus wie der Abiturient, der mich sitzen gelassen hat. Oh, das ist lecker. Es gibt nicht viele Leute in dieser Gegend, die so gut kochen können. Ich lebe hier in der Nähe, aber ich war so hungrig. In der Nähe? Aber ist das nicht ein Nationalpark? Wie auch immer. Bist du wegen der Sehenswürdigkeiten zur Marinesee gekommen? Ich suche nur etwas, und zwar Nephlitestein des Lichts. Wenn ich ihn nicht finde, wird jemand sterben. So einen Stein gibt es hier nicht. Wirklich? Vielleicht weiß ja jemand aus dem Dorf mehr. Dorf? Ja, ich darf Fremden eigentlich nichts erzählen, aber ich lebe im Dorf Medias. Es liegt in den Wäldern und ist vollständig von Bäumen umgeben. Die meisten Menschen denken, dass es zu schwierig ist, zum Dorf zu gelangen. Jeder, der es bis dahin geschafft hat, bekommt einen dieser Anhänger. Ich habe einen übrig, also kann ich ihn dir geben. Wirklich? Ja, als Dank für das leckere Essen. Cool, ich habe einen Anhänger. Jetzt, wo du den Anhänger hast, bringe ich dich ins Dorf. Na los, lass uns ins Dorf Medias gehen. Sehr interessant. Das hier ist mein Dorf. Mein Vater ist hier der Bürgermeister. Du kannst bei mir wohnen, solange du hier bist. Nun, ich muss etwas in der Dorfbibliothek nachschlagen gehen. Okay. So, wir können uns jetzt bewegen. Ich dachte, das ist ein Dorf. Wo sind hier die Häuser? Ah, hier ist zumindest schon mal eine Brücke. Aha, guck mal einer an. Hallo. Sehr gesprächig. Wie schaut's denn hier oben aus? Ist hier irgendjemand? Nö, niemand. Bin ich ja mal sehr gespannt. Welche Stufe hat ein Sailor Jupiter? Stufe 6, natürlich. Das heißt natürlich, dass ich auch bei ihr wieder ein bisschen leveln muss. So, Accessoires. Wir können ihr jetzt auf jeden Fall zwei Diademe geben. Naja, komm. Nee. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo einen Käufer finde, der ein Halsband hat. Eine Halskette. Halsband. Okay, was hast du zu sagen? Im Baum in der Mitte des Dorfes befindet sich ein Schutzgott. Einige seltsame Monster sind dort eingedrungen. Aber wenn es irgendjemand schafft, dort hineinzugehen und lebendig rauszukommen, wird er zum Helden. Okay, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen da rein und zum Helden werden. Wir sind nämlich eine Sailor Senshi. Und als Sailor Senshi habe ich natürlich keine Angst. Ah, seht ihr mal, hier haben wir einen guten Typ, der mir sicherlich eine Fußkette kaufen. Tempo für die Knöchel. Armreif, Angriff. Genau, das wollte ich haben. Mehr brauche ich davon nicht.
Dann, genau, Accessoires, Jupiter. Einmal den Armreif, um nochmal ein bisschen den Angriff zu erhöhen. So, ich hatte in der letzten Folge irgendwas von Plotholes erzählt. Ja, also der Plot hier ist ziemlich random, sag ich mal. Hey, wir wollen nicht, dass das Mädchen aus dem anderen Dorf kommt. Das Eigentum des Bürgermeisters sollte natürlich hier bleiben. Okay. Was ist mit dir? Du weißt nicht weiter? Okay, ja doch, ich weiß nicht weiter, genau. Warst du schon im Haus des Bürgermeisters? Nein. Dort findest du einen Jungen und ein Mädchen, mit denen du reden solltest. Okay. Das sind Informationen, die könnte ich gebrauchen. Aber wo ist... Hier war irgendwas mit... Genau, Bösewicht. Bösewichte wollen wir noch nicht. Erstmal zum Haus des Bürgermeisters. Was? Wie in aller Welt bist du hierher gekommen? Diese Anhänger. Nephlite Stein des Lichts? Ich habe diesen Namen schon mal gehört. Okay. Wenigstens einer, der hier anscheinend einen Plan hat. Leere Häuser. Na gut, die Leute lungern halt eben lieber draußen rum. Sollen sie ja. Ist ihr gutes Recht. Sind freie Menschen Kanadas. Aber wo ist das Haus des Bürgermeisters? Was ist hier? Wow, du scheinst viel Talent zu haben. Das hast du jetzt woran erkannt? Ah, großes Haus. Das könnte das Haus vom Bürgermeister sein. Hallo? Ha? Warum reden die Mädchen in diesem Dorf nicht mit mir? Moment, eine hat mit dir geredet. Weil du die Braut von George bist. Was? Das muss ein Missverständnis sein. Ich denke, er ist ein echt cooler Typ und so, aber ich könnte ihn niemals heiraten. Das ist so... Also heiratet George jetzt dieses andere Mädchen? Das andere Mädchen? Hat George eine Geliebte? Ja. Ah, was für ein Pech, also habe ich schon wieder kein Glück. Aber der Bürgermeister ist gegen diese Beziehung. Wer ist George Geliebte? Ein Mädchen namens Mary aus dem Nachbardorf. Mary ist die Tochter des dortigen Bürgermeisters, aber wir sind mit dem Nachbardorf zerstritten. Und es sieht so aus, als würde die Hochzeit der beiden niemals stattfinden. Ach wirklich? Ich möchte den beiden helfen, wieder zusammen zu sein. Dieses Mädchen aus dem anderen Dorf wollen das auch, aber... Okay. Es gibt hier noch ein zweites Dorf, gut zu wissen. Und wir haben hier so eine Romeo und Julia Beziehung. Ah, guck mal, George. Hm, Mary? Ich kenne sie seit 3 Jahren, aber wir sind nicht mehr mit dem anderen Dorf befreundet. Es wäre toll, wenn wir uns wieder vertragen würden, aber... Wo ist das Nachbardorf? Es liegt im Osten, aber... Willst du Mary besuchen gehen? Ach, ich bringe euch beide wieder zusammen. Also warte hier auf mich. Okay. Das nächste Dorf ist im Osten. Und ey, das ist sicherlich Monsieur Bürgermeister. George will das Mädchen aus dem Nachbardorf heiraten. Ich lasse das nicht zu. Ja. Das dachte ich mir fast. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach Richtung Osten. Und gucken mal, was dort so auf uns warten wird. Das Dorf soll im Osten sein. Hier ist das Mädchen. Es sieht so aus, als mögen die anderen Mädchen Mary. Aber die Mädchen von hier hassen sie alle. Verstehe ich hier nicht. Vor allem, ne, so viel zum Thema, die Mädchen reden nicht mit mir. Die hat mit mir geredet. Kann ich hier irgendwo... Guck mal. Dies ist das Dorf Medias. Toll. Ich dachte, das wissen wir schon. Gehen wir mal weiter nach Osten. Das sieht doch gut aus. Osten, Michi, Westen, Medias. Okay. Ist das jetzt schon das Dorf? Ne, hier kommen doch sicherlich Gegner. Sag ich doch, hier kommen Gegner. Können wir mal gucken, wie viel die Gegner drauf haben. Ein Furaiki. Mal schauen. Elektrischer Druck auf 4, gewaltiger Sturm mehrere. Okay, machen wir mal. Also der Schaden ist so semi... Der Schaden, den wir drücken, ist noch mittelmäßiger.
So, 8 Erfahrungspunkte. Das wird wieder so ein. Es wird wieder so eine Nummer werden. Dass wir aufleveln. Bestufe. Wie heißt das? Wow. Bestufe 19 und dann prügeln wir wieder die Gegner blöd durch die Gegend. Ja, komm, probieren wir es mit einem Donnerschlag. Das sieht irgendwie nicht mehr gut aus. Ah, daneben. Glück gehabt. Das gibt's nicht. Wie viel halten die denn hier aus? Ah, okay. 16 Erfahrungspunkte. Und ey, Level Up! Woo! Level Up ist eine gute Sache. So, wo sind wir denn jetzt hier? Dies ist das Dorf Mishi. Okay. Oh, hallo. Hallo, ihr hübschen Zwillinge. Gemüsebräuchen im anderen Dorf musst du etwas mitbringen, wenn du jemanden heiraten willst. So wie es aussieht, ist die Hochzeit von George und Mary auch im anderen Dorf verboten. Oh, das ist natürlich very ärgerlich. Letzten Monat durfte Mary das Haus nicht verlassen. Aha. Und wo ist Mary? Kann mir das jemand sagen? Ist sie hier? Mary! Mary! Hallo! Hallo! Mary! Adrian! Keine Reaktion. Sie scheint nicht in der Nähe zu sein. Letztens sind viele Sachen aus dem Fenster des Hauses vom Bürgermeister geflogen. Okay, also es wird wahrscheinlich das Haus mit dem kaputten Fenstern sein. Oder das riesige Haus hier vorne. Also, dieser Bürgermeister scheint ganz schön dicke Kohle zu haben. Wir reden nicht mit Leuten aus dem Dorf Medias. Au! Verlass sofort das Dorf Medias. Das Mishi-Dorf. Warum? Was in aller Welt? Okay, du hast doch sicherlich einen Plan. Das Haus des Bürgermeisters wurde auf Ruinen gebaut. Ah, okay. Passiert das nochmal? Reden nicht mit Leuten aus dem Dorf Medias. Spam, krach. Mädchen verprügeln. Was für ein Grobian. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwie jemanden, der ihm vielleicht helfen kann oder so? Wir haben Streit mit dem anderen Dorf seit fast 40 Jahren. Okay, und wie konnte das sein, dass sich dann... Wie alt ist der? Ist George? Ist der auch schon irgendwie über 40 oder so? Vielleicht ist das der Grund, warum sie zerstritten sind. Hm. Bestimmt hat George aus dem anderen Dorf nur noch Augen für Mary. Ich würde ganz gerne mal die gute Mary kennenlernen. Vielleicht steht die hier irgendwo rum. Weil wenn sie jetzt aus dem Dorf da, aus dem Haus darf, kann ja sein, dass hier waren... Ah ne, hier ist nichts. Hm. Waren wir hier schon drin? Ich glaube ja. So etwas wie eine Minimap wäre was Geiles. Dann wüsste ich auch, wo wir hier etwa sind. Mit dem habe ich, glaube ich, auch schon gesprochen. Ja, wir waren auf jeden Fall hier. Ha. Alles nicht ganz einfach hier an der Ecke. Hm. Dann gehen wir doch einfach nochmal wieder zurück. Ach shit, jetzt habe ich einen Donnerschlag genutzt. Das wollte ich gar nicht. Egal, bleiben wir beim Donnerschlag. Der kostet nicht viel. Hallöchen, Tommy! Schön, dass du wieder dabei bist. Du hast leider die gesamte Mars-Episode verpasst. Die war echt ziemlich herzzerreißend. Oh. Da habe ich schon fast Pipi in den Augen. Ich mag, also Sailor Mars ist jetzt nicht unbedingt eine meiner persönlichen Favoriten der Sailor-Kriegerin. Aber es gibt so Sachen, die hat auch Sailor Mars nicht so ganz verdient.
gibt's nicht. Wie viel die gerade aushalten. Und ja, Sailor Jupiter ist noch nicht so OP, wie wir das jetzt von anderen unserer Sailor-Kriegerinnen kennen. Okay, sollten wir eigentlich wieder in dem anderen Dorf sein? Wollen wir nochmal mit George reden? Ich glaube hier lang. Ah, hier ist der Baum. Zur Not haben wir hier auch noch so eine Hilfetuse, die mir dabei sicherlich hilft, irgendwie weiterzukommen. Ah ja, hier ist sie ja. Du weißt nicht mehr weiter. Jo. Warst du schon im Haus des Bürgermeisters? Jo. Hast du den Bürgermeister von Michi getroffen? Nein. Dann such das Haus des Bürgermeisters. Ja, das habe ich versucht. Mal gucken, warst du schon im Haus des Bürgermeisters? Medias? Ja. Hast du den Bürgermeister von Michi getroffen? Ja. Hast du das Amulett gefunden? Nein. Dann schau mal neben dem Haus des Bürgermeisters von Michi um. Aha. Okay. Das ist doch mal eine Ansage. Probieren wir es doch nochmal. Ansonsten hätte ich gesagt, wir versuchen einfach den komischen Baum zu überrennen oder freizuräumen von Viechers. So, reden wir nochmal mit ihm. Wirst du dich wirklich mit Mary treffen? Okay. Anscheinend muss ich wirklich nach Michi. Was für ein seltsamer Name für ein Dorf in Kanada. Aber okay. Ich habe mir die Namen nicht ausgedacht. Das waren sicherlich sehr schlaue Köpfe, die sich irgendwas damit dabei gedacht haben. Guck mal hier unten lang. Ah, das wäre der kürzere Weg gewesen. Sehr witzig. So. Probieren wir es erstmal mit Wirbelsturm des Jupiters. Smack. Bam, bam. Okay. Das bringt nicht so viel. Ich dachte, das bringt mehr. Viel zu viele Gegner und viel zu schwierig. Ich mag das nicht, wenn man irgendwie nur so halb schräg, wenn man nicht halb schräg gehen kann. Das nervt mich immer so ein bisschen. Warum auch immer. Was macht eigentlich dieser Nebel? Der hat noch nie getroffen. Und wenn er nicht trifft, dann bringt er halt eben auch nicht so viel. Yay! Und Sailor Jupiter hat nochmal ein Level abbekommen, das freut mich. Das heißt, sie macht jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden. Okay. Gehen wir nochmal hier hoch. Hier sollte ja eigentlich irgendwo das Haus... Oh. Hier sollte ja das Haus vom Bürgermeister Rino sein. Du stehst voll im Weg, Junge. Steht alle voll im Weg, Junge. Reden nicht mit Leuten aus dem Dorf Medias. Bam! Hm. Okay, gucken wir uns hier doch nochmal ein bisschen um. Aha. Oh, da! Da lag ein Amulett. Das versuchen wir herauszufinden. Hä? Ist das ein Anhänger? Dieser Anhänger sieht genauso aus wie der, den ich von George bekommen habe. Hey, könntest du hier hochklettern und ihn herbringen? Hä? Wo kommt das her? Hm? Hast du ihn aus dem Fenster fallen lassen? Ah, sehr gut. Ich habe gehört, wie mein Vater dich angeschrien hat. Das war dein Vater? Bist du aus dem Dorf Medias? Der Anhänger gehört George. Erzähl, wie geht es ihm? Sprich nicht so laut.
ich bin Jupiter. Ich dachte, ihr könntet mir vielleicht helfen. Willst du mit George zusammen sein? Ja, es gibt nichts auf der Welt, das ich mehr möchte, als mit ihm zusammen zu sein. Das macht mich irgendwie verlegen. Mary, sprichst du da mit jemandem? Komm raus, Mary! Oh nein, wir können uns hier nirgendwo verstecken. Was ist los, Mary? Komm sofort raus! Wenn er hier reinkommt, kannst du auf diesem... wenn er hier reinkommt, kannst du auf diesem Weg raus. Aber dieser Weg ist... Nun, wie wär's, wenn wir die Wand einreißen? Was? Was zum Teufel? Wie sollen wir das anstellen? Schau her. Ganz vergessen. Jupiter ist eine richtig krass Powerfrau. Cool. Du bist umwerfend stark, Jupiter. Es ist nicht der Rede wert. Oh? Hier ist ein versteckter Ausgang. Gut. Aber was ist, wenn sie einen anderen Weg finden und uns folgen? Ich denke nicht, dass sie das tun werden. Der Weg hier führt in den Untergrund. Könnte er vielleicht zu den verschütteten Ruinen des alten Gottes führen? Es scheint hier im gesamten Gebiet ein unterirdisches Netz zu geben, aber niemand weiß, wo der Ausgang ist. Lass uns nach unten gehen. Hä? Aber... Schon okay, wir finden schon einen Weg hinaus. Na los, lass uns gehen. Okay. Wer hat das nicht? Einen geheimen Keller? Oder einen Weg in einen Keller, welcher vermutlich mit ganz vielen Monstern umgeben ist, ohne Kiste. Ein Smaragd-Ohrring, das ist gut. Weil die Dinger bringen nämlich unglaublich viel. Smaragd-Ohrring. Verteidigung wird reduziert dadurch. Aber Angriff ist höher. Naja, dann nehme ich lieber... So gut ist er gar nicht, aber Tempo geht hoch und ausweichen. Naja, komm, dann nehmen wir den trotzdem. Es wird schon seinen Grund haben, dass wir ausgerechnet den hier bekommen. Nein, nicht da lang. Ich wollte erstmal gucken, ob wir hier nicht irgendwo noch mehr von diesen Items bekommen. Aha, hier ist nämlich noch mehr. Du findest eine Blaubeere, okay. Und ich finde eine Erdbeere. Na, das hat sich gelohnt. Blueberry und Strawberry. Okay. Tatsächlich sind wir hier in einem unterirdischen Gebiet, in dem sicherlich Gegner durch die Gegend laufen, die uns ziemlich K.O. machen könnten. Ein Braunjoko. Jakoko. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und können die mit zwei Hits besiegen. Bin mal gespannt. Okay, den einen haben wir zumindest. Einer fehlt noch. Smack, smack, smack. Super. 30 Erfahrungspunkte. Das sieht mir nach einem guten Bereich aus, in dem man gelegentlich auch mal ein bisschen leveln kann. Aber dieser Bereich ist... scheint sehr groß zu sein. Oh. Eine Ruine. Sind das die Ruinen des Gottes, von denen du gesprochen hast? Hey! Da steht was geschrieben. Oh wei. Es ist sinnlos, ich kann es natürlich nicht lesen. Aber dieses Zeichen hier ist das Symbol des Jupiter. Egal wie sehr ich es versuche, ich werde es nicht verstehen können. Hey, du bist also so weit gekommen bei deiner Suche nach dem Stein? Das war bestimmt nicht leicht. Wie bedauerlich, dass der Stein nicht hier ist. Wer bist du? Sollten wir uns wiedersehen, werde ich es dir sagen. Die Höhle wird gleich vollkommen zerstört sein. ich rate dir, so schnell wie möglich zu fliehen. Die Höhle wird zusammenbrechen?
Hier ist es zu gefährlich, dass uns... lass uns irgendwo einen Unterschlupf finden. Oh, Nanu? Ein weiterer Ausgang? Wo buddeln die ganzen geheimen Ausgänge her? Also raus. Ist ja der Wahnsinn. Könnte man fast meinen, hier ist überall... Gehst du... Keine Ahnung, kannst du so eine Klappe von einem Baum aufmachen, durchwandern, bist du auch da unten oder so. Moment, in dem einen Dorf ist ja ein Baum mit einer Höhle. Verrückt. Mary. George. Danke, Jupiter. Ich bin so erleichtert. Übrigens scheint etwas im Mishi-Dorf zu geben, das dabei helfen sollte, die Hochzeit nach den Bräuchen des Dorfes durchzuführen. Ja. Vor 40 Jahren gab es einen sogenannten Nephlitestein des Lichts. Nephlitestein des Lichts? Ja. Es wäre toll, wenn du diesen Stein aus der Stätte des Schutzgottes holen könntest. Vielleicht hat der Schutzgott etwas mit dem Baum dort zu tun. Möglicherweise. Er könnte dort beim Baum sein. Ich verstehe. Nun, George, das ist deine Chance. Ha, wie man... Du meinst, ich könnte vielleicht... Und der Stein... Ja, du könntest mitkommen und mir helfen, den Stein zu suchen. Und dann würde ein gewisses Paar glücklich zusammen sein. Gut. In der Zwischenzeit werde ich nach Hause zurückkehren. Ich zähle auf dich, George. Ja, richtig so. Kann ich hier runter? Es ist zwecklos. Der Weg da unten ist versperrt. Okay. Die Antwort lautet nein. So, wo muss ich jetzt hier lang? Marinen-Nationalpark. Hey! Oh. Moment. Hier war der... Haha! Ich habe mich noch dran erinnern können, wo der Weg war zum Dorf. Hier drüben ist dann sicherlich immer noch das Zelt aufgebaut oder so. Ah ne, ich kann hier gar nicht lang. Schade. Na gut. War ja doch einfacher als gedacht. Und hier oben ist der Baum. Und da gehen wir mal kurz rein. Hier muss sicherlich irgendwo eine Luna P-Puppe geben oder so. Nee, aber es gibt Gegner. Natürlich gibt es hier Gegner. Mikusai. Okay. Mal gucken, was ihr so drauf habt. Daneben. Daneben. Sehr gut. Oh. Das wird auch ein langer Kampf. Ja, das wird definitiv ein langer Kampf. So, aber ihr wisst ganz genau, was das heißt. Power leveln. Aussailer Jupiter muss noch Stufe 15 erreichen. Alter, die halten aber auch was aus hier. Aber die halten auch eine Menge aus. Das ist der Wahnsinn. So, vielleicht habe ich aber auch Glück und Sailor Jupiter kriegt jetzt hier direkt noch ein Level ab. Dann wäre das natürlich optimal. Dann würde sie auch direkt geheilt sein. Yes, na also, so geht das. Subi, das bedeutet, dass ich an dieser Stelle erstmal kurz cutte und wir uns in der nächsten Folge Sailor Moon und NASA Story sehen. Die Leute im Stream werden natürlich den Spaß haben und sich angucken dürfen, wie ich hier Power Level. Das dauert gar nicht so lange, glücklicherweise. Die Turbo-Taste hilft mir da unglaublich. Und naja denn, bis gleich.